Mein Thema heute, der Lebensmitteleinzelhandel als Assetklasse. Ich habe eine ganze Reihe von Punkten mitgebracht und ich versuche in den nächsten 20 Minuten tatsächlich hier durchzureiten. Ich werde ein paar Worte zur GRR Group verlieren. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich hier stehe. Dann möchte ich ein paar Worte zum Markt verlieren. Ich fand es heute Morgen auch sehr, sehr interessant, was der Lenzin erzählt hat. Das Thema Onlinehandel, das sehen wir tatsächlich ein bisschen anders als mein Vorredner. Und da gibt es auch tatsächlich Bewegungen im stationären Einzelhandel, die genau dem entgegenwirken, was das Thema Logistik in Ballungsräumen betrifft. Kurzes Anforderungsprofil im Lebensmitteleinzelhandel. Das sollte nicht nur das Anforderungsprofil des Lebensmitteleinzelhändlers sein, sondern das ist auch das Anforderungsprofil des Investors letzten Endes. Was bietet der Lebensmitteleinzelhandel? Und der Lebensmitteleinzelhandel ist tatsächlich geprägt durch Wandel, ein fortlaufender Wandel. Ich habe das damals an der Uni schon gelernt, Handel ist Wandel, das prägt mich mein ganzes Berufsleben und welche Potenziale sich für den Eigentümer daraus ergeben. Daraus ergeben sich Value-Add-Strategien, das hatten wir heute auch schon ein paar Mal das Thema, das ist ja so ein bisschen on vogue. Und so ein kleiner Ausblick, was als nächstes kommt. Ein paar Worte zur GRR Group. Ich will es kurz halten, wir sind spezialisierter Investment- und Asset Manager im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Wir nennen es ganz gerne Basic Retail. Wir bieten in diesem Zusammenhang alle Management-Dienstleistungen an, also ein Full-Service Retail Manager. Wir sind Fondsinitiator. Wir haben in den letzten 10 Jahren 5 Spezialsondervermögen für institutionelle Investoren aufgelegt. 850 Millionen Eigenkapital durften wir einsammeln. Wir haben ein Individualmandat mit einem Versorgungswerk und ein Individualmandat mit einem großen Versicherungskonzern. Insgesamt betreuen wir 500 Immobilien, reine Lebensmitteleinzelhandelsobjekte, 2 Milliarden Assets under Management. Und das Ganze passiert tatsächlich aus Nürnberg heraus, vielleicht merken Sie es an meinem Zungenschlag, das Fränkische, es schwingt halt immer ein bisschen mit. Wir sind 80 Personen und ja, managen von dort aus das gesamte Portfolio. Das sind unsere Partner. Wichtig ist, wir haben Großvermieterstatus bei all diesen Lebensmitteleinzelhandelsformaten. Großvermieterstatus bedeutet letzten Endes, dass Sie die ein oder andere Tür auch in der Zentrale schneller aufbekommen und dort einfach Themen direkt besprechen können. Es gibt nur wenige Lebensmitteleinzelhändler, die bei uns im Portfolio nicht sind. Dann möchte ich Sie mal kurz mitnehmen in den Markt. Ich finde diese Folie sehr, sehr relevant. Es sind 35.000 Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Die sichern quasi die Grundversorgung. Das durften wir auch in der Corona-Zeit erfahren. Das Thema Grundversorgung und Systemrelevanz. Der Lebensmitteleinzelhandel wäre wahrscheinlich der Letzte gewesen, der die Türen hätte schließen müssen.